Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines, hier bei Heisenberg zockt. Und guck mal, das hier ist ein bisschen ein Kreuzungsmoloch. Oh, ein schöner Zug. Moment. Ja, nicht mehr erwischt. Falsch gedreht. Ich habe gerade Sims 4 aufgenommen, da dreht man wieder in die andere Richtung. Aber okay, das Problem ist nicht das Gedrehe. Ah, jetzt fahren sie aber. Aha, aha, aha. Jetzt dürfen sie. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, dass hier auch die ganzen Müllwagen stehen. Aber im Endeffekt, wir sind auf dem richtigen Tempo. Im Endeffekt ist das hier tatsächlich nicht wirklich ideal. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe immer ein bisschen... Sag mal, habt ihr es mit eurem Gedadüdadu? Heiliges. ich habe immer ein bisschen Angst davor, wenn man hier die Straßen verbreitert, dann ja, wird es uns die Häuser zerreißen. Wobei, hier ist es nicht mal so schade, aber wir haben das hier hinten erlebt. Ja, ich sollte nicht zu weit weg, sonst finde ich es nicht mehr. Hier, von denen hatten wir... Oh, wir haben wieder. Okay, die bauen sie nach. Ich möchte nicht solche Häuser verlieren, aber eben, verlieren wir hier oben sowieso nicht, da wir hier oben nicht solche haben. Wahrscheinlich auch nicht wegen dem Verkehr. Jetzt würde ich mal sagen, wir machen hier mal ein Päuschen. So, und machen hier mal neue Straßen hin. Ein bisschen breiter. Das war hier. Ja, wie viel breiter ist dann die Frage. So, nee, das geht schon mal gar nicht. Da ist wahrscheinlich das Gleis im Weg. Irgendwas ist im Weg. Aber... Das müsste eigentlich reichen, so denke ich mir. Eine Four-Lane-Road. Wir haben hier nur eine Two-Lane-Road. Also da haben wir nachher zwei Spuren. Machen wir mal. Okay, da ist das Haus schon weg. Dann hier nach hinten. Das würde uns, so wie es aussieht... Ach, das sieht man eigentlich sogar, wenn man hier... Ne, sieht man doch nicht. Ich dachte gerade, man sieht, was einem zum Opfer fällt. Aber dem ist nicht so. Hier vielleicht sogar so breit. Ne, das geht dann doch nicht. Schade, da hätten wir Bäumchen. Sonst haben wir hier Bäumchen. Das ist aber zu wenig schmal. Leider haben wir genau bei der Small Four Lane Road, genau hier haben wir keine Bäumchen. Ist ja ein Kreuz. Naja gut, dann gibt es eben keine Bäumchen. Was könnte man denn sonst noch hinstellen? Das ist alles zu breit, das wird nicht funktionieren. Nö. Geht nicht. Hier hätten wir. Das würde dann gehen. Das sind aber auch wieder nur zwei Spuren. Und zudem natürlich noch eine Busspur, die wir da eigentlich gar nicht brauchen. Ja, es wird... dahingehend führen, dass wir das so machen müssen. Dann ist es wenigstens breiter. Oh, da freuen sich die Leute aber überhaupt nicht. Naja, gut, die müssen sich auch nicht freuen. Ist sowieso egal, das ist Industriegebiet. So, mal gucken, ob das bis nachher hinten reicht. Hier haben wir keinen Stau mehr, deswegen lasse ich das mal von der Breite her. Und jetzt hier über die Brücke rüber. Das möchte ich eigentlich so lassen. Das ist ja schon zweispurig. Was wird es denn so... Warum können wir das denn jetzt noch upgraden? Hier unten muss ich noch. Ah, und hier geht's nicht. Ort ist bereits belegt. Mit dir wahrscheinlich. Super Recycling Center. Wir verschieben dich mal. Das wird die Leute wieder aufregen. Und, und. Aber im Endeffekt, es hilft ja nichts. Hier oben steht schon eins. Wo können wir denn mit dir hin? Nicht gleich hier in den Wohnbereich rein am besten. Hier oben haben wir noch Industrie. Wir machen dich mal hier hin. So, dann wärst du weg. Dann sollten wir hier jetzt aber auch an die Straße rankommen. Hoffe ich mal. Ja, jetzt geht's. Halt. Doch, ist schon die richtige. Wobei, wir können ja gucken. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen... Nee, ich dachte, vielleicht geht's jetzt. Aber da ist halt eben, da ist das Gleis im Weg. Okay, zack, zack, zack. Zack, zack. Nehmen wir in Kauf, dass die Leute das alles nicht so toll finden. Ein bisschen was müssen wir tun, damit wir hier nicht dauernd Stau haben. Okay, das hätten wir verbreitert, das hätten wir verbreitert. Oh, und jetzt hier unten, ja, das wäre eben auch noch fällig, denn hier stehen sie auch. Machen wir das auch mal noch. Sieht aus, als hätte uns das bis jetzt kein Gebäude gekostet. Und wir schenken denen nachher vielleicht noch einen Park oder so. Das ist natürlich auch blöd, jetzt sind die Bäume weg. Ich verstehe die Leute soweit eigentlich schon. Ein Park. Wir hätten hier noch was Schönes. Braucht es eigentlich nicht zwingend. Das ist Gewerbegebiet oder Büros. Eins von beiden. Aber na, warum nicht? Ort ist bereits belegt. Haben wir hier irgendwo irgendwas, wo wir hin können? Wir machen das mal hier hin. Ja, und schon freuen sie sich wieder. Sie sind relativ einfach, die Leute. Das ist sehr gut. Zumindest, wenn man eine Stadt bauen will. Ja, schauen wir mal. Wir lassen mal laufen. Hier die Brücke, die Kreuzung. Hat sich hier irgendwas geändert mit Vorfahrt und Co.? Tatsächlich. Okay, machen wir nochmal. Weil wir natürlich ausgebaut haben. Wie wollen wir es denn haben? Es ist hier so oder so Käse. Also einerseits mal von der Brücke, ja. Von hier eigentlich auch. Und vielleicht von hier unten auch. Kann man überall Vorfahrt geben? Was machen sie jetzt? Dann sollte eigentlich Rechtsverkehr wieder gelten. Dann kann man sich aber die Teile hier eigentlich eh gleich sparen.
Machen wir es mal so, wir testen das mal. Also, dich nehmen wir wieder weg. Lassen das Ganze mal flutschen. Mal gucken, wie sie jetzt hier zu Rande kommen mit dem Ganzen. Die wollen von hier alle hier rauf. Okay, das klappt aber auch ganz gut. Guck mal, die benutzen die zweite Spur. Ja, bestens. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen ein Problem. Aber wenn die natürlich hier alle fahren können, hier oben können sie auch fahren, dann ist das wesentlich besser. Wenn sie jetzt nicht dauernd lalü-lalü machen würden hier. Man kann es sich ja nicht mit anhören. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus. Macht einem ja die Ohren kaputt. Aber schön hier mit Zug und allem. Jetzt bin ich schon wieder näher dran. Naja, gut. Ich muss ja gucken, wie das hier läuft. Nee, das passt schon. Das ist soweit okay. Also am meisten nerven, wenn ich hier... wenn ich hier in der Gegend wohne. Richtig. Das Lalü-Lalü, das man hier die ganze Zeit hat. Ja, sie stehen schon immer noch am besten. Hat sich denn verlagert? Jetzt stehen sie hier hinten. Ja, liebe Leute, ich kann doch nicht in der ganzen Stadt drin breite Straßen machen. Das ist doch auch nicht wirklich schön. Hier haben wir Ruhe. Ja, diesen Bogen müssen wir noch machen. Dann machen wir den noch. Wir sind ja eh gerade dran. Haben wir hier richtig? Hier haben wir richtig. Ja, das dürfte da... Genau, ich wollte gerade sagen, das wird uns einige der Gebäude kosten. Aber geht halt nicht anders. Gut. Hier noch schnell. Dann lassen wir mal laufen. Dann gucken wir, was passiert. Ja, hat uns hier einige Gebäude gekostet, aber die werden sie wieder hinstellen, denke ich. Die haben hier sowieso ein Problem mit Nachschub. Genau, nicht genügend Verkaufswaren. Dass man hier keine Bäumchen setzen kann, es ist ein Elend. Die Bäumchenstraße funktioniert hier nicht. Und hier unten machen wir doch glatt. Hier haben wir Ampeln. Hier machen wir auch mal noch Vorfahrtsschilder hin. Und zwar habt ihr Vorfahrt und ihr. Und ihr und ihr mal nicht. Mal gucken, wie das ankommt. Also hier wird jetzt doch gefahren. Der Stau löst sich auf. Das ist relativ nett. Okay, hier oben, das ist halt einfach eben. Große Stadt, viel Verkehr. Ganz bringt man das nicht weg. Mir geht es darum, dass sie wenigstens fahren können. Und das scheint jetzt... da bleibt mir das Wort im Hals stecken. Das scheint jetzt... Ha Gott, kriege ich es noch hin? Das scheint jetzt soweit zu funktionieren. Gut. Halt, wir sind viel zu schnell. Nein, doch nicht. Warum rasen denn die Züge so? Sag mal. Einiges bisschen. Die rasen hier durch. Ist aber halt schon auch nett hier mit der Hochbahn und so. Also gefallen tut's mir. Was mir halt auch noch nicht gefällt, das habe ich schon mal gesagt, ist hier dieser Mittelbereich, dass hier alles so leer ist. Da müssten wir auch mal noch bauen. Dafür müssen wir hier Straßen hinkriegen. Das ist allerdings kein großes Problem. Da können wir einfach eine Brücke machen. Brauchen wir was? Nein. Wir sind wunschlos glücklich. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich hier bauen möchte. Aber das merken wir uns mal. Wir haben hier Wohnungen, nehme ich an. Oder was sind das? Ja, grün, dicht besiedelte Wohnungen. Und hier haben wir Industrie. Wir könnten hier, ja, eigentlich alles dazwischen machen. Wir könnten hier sogar Industrie hinmachen. So ist es nicht. Hier haben wir sogar noch Felder, die wir bewirtschaften können. Oh, hier auch, überall. Okay. Aber wir haben die Nachfrage nicht. Dann lasse ich jetzt das Spiel hier mal eine Weile laufen, damit hier wieder Nachfrage kreiert wird. Was ich aber auch gerade sehe, ist, dass hier die Zugstauerei ein Ende gefunden hat. Die fahren alle. Guck mal, sehr schön. Gut, das kann daran liegen, dass ich das Spiel gerade neu gestartet habe. Das kann aber auch daran liegen, dass sich das hier jetzt besser einläuft mit diesen Umbauten, die wir gemacht haben. Was habt ihr hier für einen Ärger? Moment. Gebäude leert sich. Ja, das ist soweit okay. Macht das mal. Euch wollten wir ja eh abreißen. Und können das nicht wegen der Mod. Ist ja ein bisschen doof. Aber lässt sich halt nicht ändern. Nicht genügend Rohstoffe. Ja, dann bringt welche. Was haben wir hier für ein Problem? Hier haben wir das Problem, dass die Zulieferung nicht gut klappt. Wir können mal gucken, ob wir denen noch ein bisschen helfen können. Wir haben hier eigentlich nur diese Brücke, die hier rüberführt. Ist das richtig? Hier unten noch die kleine. Wie könnten wir denen noch ein bisschen helfen? Eine Autobahnabfahrt haben die hier nicht. Wir könnten denen natürlich noch eine Autobahnabfahrt spendieren hier rein und eine Auffahrt. Aber dann müssen wir hier wieder basteln und... Das ist... Ich muss mir das mal ganz kurz überlegen. Wenn wir das hier runterziehen, dann könnten sie hier runter. Wenn wir dann hier raufgehen, hier rein, dann könnten sie hier rein. Was sie dann aber nicht können, ist in die Richtung. Wobei, wir könnten hier eine Abfahrt machen und eine Auffahrt. Dann können sie... Oh, das ist sogar ein Autobahnkreuz. Und das ist auch schon
ziemlich am Rand eines Zusammenbruchs hier, auch wenn sie zweispurig fahren. Ich weiß nicht, ob das sehr schlau ist. Wenn wir, jetzt habe ich mir gerade überlegt, hier runter eine Autobahn zu ziehen, aber hier ist Feierabend. Und jo, ich weiß, wir können keine Kacheln mehr kaufen. Wir haben das Maximum erreicht, eigentlich die 11 Kacheln, aber ich muss mal gucken. Ich habe eigentlich eine Mod installiert, dass wir die anderen Kacheln hier auch freischalten können. Nur, ob das schlau ist, ich weiß nicht, ob die Performance damit spielt. Das wird schon einen Grund haben, dass nach 9 Kacheln das Ganze dann ein Ende findet. Aber wir brauchen im Moment auch gar keine weiteren Kacheln. Wir haben noch so viel Bauland. Guck mal, hier oben überall. Hier noch. Und ich würde sagen, wir bauen das mal voll und dann gucken wir. Wenn wir wirklich noch weitere Kacheln brauchen, dann werde ich die Mod ja mal aktivieren. Ich nehme mal an, die ist noch nicht aktiviert, sonst hätten wir hier ja wahrscheinlich schon was machen können. Ja, ist aber schon nett. Mir gefällt es hier in El Heisenberghaus. So, was können wir noch machen? Hat sich hier was getan? Ja, ein bisschen Industrie. Aber Industrie hätte ich dann eben doch gerne, wenn es irgendwie geht, hier hinten. Hier, wo wir das gute Öl haben. Das gibt nämlich Geld. Das müsste sich hier dann relativ schnell in einer großen Zahl manifestieren. Sollen wir hier mal noch ein bisschen Öl machen? Dazu brauchen wir hier mal kurz. Nein. Jawohl. Die hier. Hier könnten wir auch noch Öl abbauen. Genau da, wo die Polizei ist und wo das Atomkraftwerk steht. Da machen wir hier mal ein Sträßchen raus. Haben wir eigentlich schon? Okay, dann machen wir aber noch ein Sträßchen runter. Da hätte ich gerne meine Bäumchen. Ja, das ist eine Riesenstraße. Moment. Dann machen wir das so mit den Bäumchen. Aber natürlich nicht mehr korrigieren, sondern bauen. Genau. So ist gar nicht schlecht. Halbwegs parallel nach da hinten. So, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Dann hier rein. Das würde ich gerne gerade machen, wenn es geht. Sehr schön. Und dann haben wir hier nochmal einen ordentlichen Riegel gesetzt. Und dann machen wir hier mal nochmal Ölindustrie hin. Da muss ich natürlich schnell gucken nachher, ob wir das auch als Stadtteil haben. Sonst müssen wir den Stadtteil noch ein bisschen ausweiten. Sonst wird hier einfach normale, generische Industrie entstehen. Das wäre auch kein Drama. Aber wenn wir hier natürlich schon Öl haben unter uns, dann wollen wir das auch haben. Das Öl unter uns. So, Wasser. Ja, die sind versorgt. Das ist bestens. Okay, jetzt wollte ich wegen dem Stadtteil gucken. Ja, ja, das habe ich fast vermutet. Den müssen wir noch ausweiten. Stadtviertel, farblich, nein. Das haben wir schon. Wie kriege ich den jetzt hier nochmal? Löschen wollen wir nicht. Ich glaube, wenn ich reingehe. Genau, dann kann ich den Stadtteil entsprechend vergrößern. Dann machen wir das mal. Hier mit dem... Boah, das ist ein bisschen zu groß. So ist... Ah, jetzt habe ich hier wieder was Neues gebaut. Nein. Nein, alles weg. Alles böse. Mittelpark wollen wir nicht, sondern wir wollen das bestehende Dingens hier. Ich muss mit dem Kleinen rein, sonst funktioniert das irgendwie nicht wirklich gut. So. Und wenn ich dann natürlich nicht mehr hier sozusagen Farbe aufnehme, wie mit einer Pipette, dann macht es im Stadtteil drin einen neuen Stadtteil. Sehr, im Prinzip nett, dass das geht. Ist jetzt aber hier in diesem spezifischen Fall schlicht und einfach unerwünscht. Gut. Hier hinten vielleicht noch ein bisschen, das können wir später noch machen. Bauen sie hier schon? Mal gucken. Ja, ein bisschen. In klein, sozusagen. Ist das hier Öl? Polizeiwache, ach so. Was bist du? Eine Kartonfabrik hackt's? Was machst du denn hier? Macht hier Öl. Plastikperfektion. Haben die nicht mitgekriegt, dass es hier Öl gibt? Oder gibt es hier darunter genau keines? Hier hätte es noch welches. Naja gut, sonst haben wir halt ein bisschen generische Industrie dazwischen auch noch. Wobei Plastik wird natürlich schon aus Öl hergestellt. Von daher macht das schon Sinn. Und die sind, glaube ich, die sind wieder abgehauen. Die haben gemerkt, wir sind hier falsch. Sehr gut. Passt. Bestens. Hier haben wir wieder dieses schöne Konstrukt. Das gefällt mir extrem gut. Guck mal hier. Das sieht dermaßen nach Industrie aus. Das ist völlig krass. Also diese Ölspezialisierung, die muss ich schon sagen, die gefällt mir rein optisch ausgezeichnet. Ist richtig hässlich.
aber es ist halt so hässlich, wie halt nun mal so eine Industrie hässlich ist. Warum steht ihr denn hier wieder alle? Eigentlich habt ihr eine zweispurige Straße. Wo wollt ihr hin? Ja klar, alle zum Bahnhof. Haben wir denn, eigentlich wäre eine Idee gewesen, nochmal einen zweiten Bahnhof zur Entlastung zu machen. Haben wir den nicht eh schon gemacht? Sehe ich das, wenn ich hier mal zum Zug gehe? Hier haben wir einen Bahnhof. Nein, wir haben hier nur einen Güterbahnhof. Man könnte zum Beispiel hier oben nochmal einen weiteren Güterbahnhof hinstellen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber es wurde vorgeschlagen, dass eben dann nicht alle LKWs hier hinfahren, sondern auch hier oben entsprechend noch abladen können. Wir bauen hier mal eine Straße. Die Straße des guten Mutes sozusagen. Oder besser gesagt, der guten Hoffnung. Also, das wäre mal, ich würde mal sagen, so. Dann hier mit einer Kurve, dann geradeaus. Und hier gehen wir dann wieder in die Höhe. Das machen wir aber nachher. Jetzt stellen wir erstmal den Bahnhof hin. Also, du bist ein Güterbahnhof. Zum Beispiel hier wäre eine Idee. Oder hier oben würde natürlich auch hingehen. Die Frage ist halt, wo wollen wir denn mit dem Gleis hin? Wir wollen eigentlich aus der Stadt raus. Das können wir hier oben relativ einfach. Das heißt, wir können in dieses Gleis rein. So, jetzt fällt mir gerade ein, es gab noch einige gute Kommentare zum Thema Zugdingens. Das muss ich mir noch schnell angucken. Ich habe leider meinen Zettel nicht auf mit den Tipps. Das habe ich schlicht und einfach vergessen. Okay, wir testen mal, ob das so geht. Die Straße haben wir. Die verbinden wir jetzt noch schnell. Dann machen wir hier noch eine Abkürzung. Das kann ich nachher schnell sozusagen visuell gucken, ob mir noch einfällt, was da stand bei den Kommentaren. Sonst werde ich nachher, bevor ich die nächste Folge aufnehme, den Zettel aufmachen. Das ist nicht ein Zettel, das ist eine Datei. Ich werde also nicht einen Zettel öffnen, ganz oldschool-mäßig, sondern die Datei aufmachen. Nee, da kommen wir übers Gleis rüber. Das mache ich so lieber nicht. Aber hier hinten noch eine Brücke machen, das ist natürlich, das wäre eine Möglichkeit, dass wir hier rüberkommen. Und wo runter? Schon eher wieder in den Industriebereich. Wir machen die mal so und gehen hier rein. Geht das? Nein. Wenn wir es so machen. Und jetzt runtergehen. Das geht überhaupt nicht. Das ist ärgerlich. Schade. Wenn wir hier lang gehen. Das würde gehen. Das kostet uns einfach die Baugebäude dort. Also Baugebäude, die Gebäude, nicht die Baugebäude. Ist ungewöhnlich, aber warum nicht? Ich mag es ungewöhnlich. Also, stellen wir gleich mal wieder hin. Ich denke mal, das war dunkles, ja, genau, dicht besiedeltes Gewerbe. Haben wir sonst noch was abgerissen? Nein. Ist das eine Einbahnstraße? Nein, das passt auch. Vergessen Sie nicht. Was soll ich nicht vergessen? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Ja, die einzigartigen Gebäude, da ist sowieso ein Teil von denen, werden wir wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Und die anderen haben wir eben schon. Da komische Sachen verlangt werden. Sachen, die eigentlich nur negativ sind, wenn es um die Stadt geht. Und die möchte ich nicht unbedingt erfüllen. So, die fahren noch. Die haben hier noch keinen Stress, aber die liefern hier auch noch nichts hin. Okay, wir nehmen das mal zur Kenntnis. Dann kann sich hier unten in Sachen Stau aber noch nicht viel getan haben. Hat sich auch nicht. Die fahren immer noch alle hier hin. Das ist aber schon das gleiche Gleis. Ja, ja, das ist also. Sie kommen dahin. Wenn sie denn wollen. Eine Zufahrt haben wir auch. Ja, hier kann man, denke ich, rüber. Das ist hier unten angeschlossen. Das ist jetzt hier oben angeschlossen. Genutzt wird es herzlich wenig. Okay, vielleicht wird es irgendwann später dann genutzt. Wir lassen es mal laufen ganz normal. Denn ich möchte dann auch mal wieder Wohnungen und Co. natürlich hinstellen. Boah, guck mal hier. Hier haben sie aber doch einiges an Öl schon hingestellt. Wow. Ah, jetzt geht einer zu unserem neuen Bahnhof. Sehr schön. Ich nehme an, die müssen zuerst mit dem Zug kommen. Und erst nachher kommen dann die Lastwagen. Nett, gefällt mir. Ich muss wirklich sagen, mir gefallen auch die Eisenbahnen hier immer besser. Hier bei City Skylines. Sie sind ein bisschen zu schnell, kann das sein? Also dafür, dass ich hier im normalen Tempo bin, die Autos fahren halbwegs realistisch, aber guck mal, die rasen hier. Vor allem mit Güterzügen, ist ja lebensgefährlich. Vor allem dann noch neben diesen ganzen Öldingern da.
Ja, jetzt stehen sie hier wieder. Okay, das Problem hatten wir schon mal. Deswegen haben wir hier auch nochmal den zweiten Bahnhof hingestellt. Und wir könnten uns natürlich überlegen, ob wir hier nicht auch nochmal unterirdisch raus wollen. Das würde ich aber für einen späteren Moment dann aufbewahren, dass wir das noch machen. Es brennt. Feuerwehr. Müll. Feuerwehr. Haben wir hier. Wir haben eine kleine Feuerwehr. Das ist ein bisschen wenig für Ölding. Vor allem, wenn hier noch ein Atomkraftwerk steht. Da stand schon, dass das Unglück bringt. In den Kommentaren. Ölindustrie beim Atomkraftwerk. Fire Department 35.000. Wie groß bist du? Du bist relativ groß. Wir könnten dich hier mal neben dem Bahnhof stellen. Bringt das noch was hier unten? Ja, ein bisschen bringt's was. Okay, gut. Sonst hätte ich jetzt hier vielleicht auch noch eine Verbindungsstraße rüber gemacht. Aber hier möchte ich dann doch keine machen. Sonst gehen die Öldinger da kaputt. Ja. Eine rege Nutzung ist anders. Also er ist noch ein bisschen einsam hier. Der gute Bahnhof. Aber das wird schon besser. Denen fehlen überall die Arbeiter. Moment. Da steht wieder nichts. Wenn ich hier raufklicke, müsste doch hier stehen. Ah, nicht genügend Arbeiter. Okay. Wie sieht's? Moment, das möchte ich mir jetzt aber nochmal ansehen. Steht jetzt hier von wegen gebildet, ungebildet oder was fehlt? 7 überqualifizierte Arbeiter. Das heißt, wir haben hier zu wenig unqualifizierte Arbeiter. Haben wir denn hier irgendwo Wohnungen? Nein, wir haben dafür gesorgt, dass die Leute per Zug kommen können. Oder nicht? Also per Bus können sie. Haben wir hier gar keine Zufahrt in dem Sinn? Also Unterstützung? Aber Busse haben wir, genau. Ja, hier vielleicht mal noch eine normale, ja, die normale Eisenbahnlinie weiterziehen. Das Problem ist, wir haben die Kachel hier nicht. Wir könnten hier schön mit der Eisenbahn schlurz hier rum. Geht aber nicht. Ich muss mal gucken, ob ich die Kachel noch installiere. Jetzt, das, was in den Kommentaren stand, wegen dem Bahnhof, das war hier oben. Wir haben hier zwar schon relativ fleißig dran rumgeschraubt und gearbeitet. Jetzt war aber die Idee, wenn ich den Bahnhof finde, irgendwo hier hatten wir doch ein Bahnhöflein. Hier vorne, genau. Dass wir hier die Zufahrten anders legen. Die Idee war nämlich relativ gut, muss ich sagen. Dass die Züge gar nicht anders können, wie aus der Richtung, denen fehlt Wasser, aus der Richtung hier rein und aus der anderen Richtung da rein. Nur, ich würde sagen, solange die jetzt hier fahren, was sie tun, machen wir da mal nichts. Aber ich werde die Idee nicht vergessen. Das ist natürlich schon auch eine gute Idee. So kann man den Zügen zuweisen, wo sie lang sollen. Habt ihr hier tatsächlich am Kanal verdursten. Das ist aber eher undankbar. So, wie sieht's denn sonst aus? Sonst haben wir eigentlich alles soweit in Ordnung. Okay. Müll haben wir sowieso immer ein Problem, obwohl wir hier obwohl wir hier zu große Kapazitäten haben. Kranke Bürger. Ja. Passt. Wenn wir ein Problem haben in Sachen Tote abholen, in Sachen Müll, dann liegt es tatsächlich immer an den Verkehrswegen. Und jetzt, weil wir mit Verkehrswegen angefangen haben, würde ich gerne mal nochmal hier gucken, wo wir am Anfang waren. Wo war das denn? Das war irgendwie hier oben beim Kanal. Jetzt haben wir keinen Stau mehr, dann kann ich mich nicht mehr daran orientieren. Hier war das, genau. Ja, das hat massiv gebessert. Guck mal, hier steht eigentlich keiner mehr. Hier fahren sie auch. Und hier hinten runter fahren sie auch. Da haben wir den Stau auch weg. Sehr gut, hier oben sowieso. Hier stehen sie noch ein bisschen. Ja, jetzt dürfen sie fahren. Das ist halt eben. Also das würde ich als den normalen, ja nicht Stau, sondern zähfließenden Verkehr bezeichnen. Wenn es so ist es halt in der Stadt. In der Stadt, man kann nicht immer fahren, geht nicht. Man steht halt tatsächlich auch mal ab und an. Ja gut, mit diesem schönen Bild von diesen schönen fahrenden Autos, oh, und der schönen Skyline da hinten, sage ich Tschüss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal vielleicht auch wieder mit dabei. Bis dann, Tschüss!